Boah. Oh, Schüttel. Was soll denn das werden? Wo ist denn hier noch ein Offizier? Kann doch nicht sein. Nervt mich nicht. Ah, dieser. Ah, da bist du. Drecksack. Hier den Digger. Ne, hört nicht. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass also Primärziel Nummer 1 ist natürlich jetzt diesen Ball oder vielmehr also es geht um zwei Tore. Ja, vielmehr um ein Tor und einen Obelisken. Der Obelisk schützt das Tor. Das Gebäude gegenüber vom Damm ist ein Luftkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Sie können es sich viel leichter machen, wenn sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Havoc, die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in das Kraftwerk führt. Das war's, was ich wissen muss. Also es geht darum, das Kraftwerk versorgt natürlich alles mit Strom. Gut, Sie haben es nach Eva geschafft. Ja, wie ihr gerade gehört, das Schaltpult suchen. Dieses hier steuert das große obere Tor. Und das Kraftwerk steuert den Obelisken in dem Sinne. Das heißt, wir müssen diese Kontrollstation zerstören, weil wir hier oben durchs Tor kommen. Und bevor wir durchs Tor können, müssen wir natürlich den Obelisken zerstören, sonst haut er uns auf die Gosche. Was natürlich nicht gerade gesund ist. Ja, C4 hat gepackt. Gucken, aber mal das müsste platziert sein. Zack. Also. Geschafft. Das Hangartor sollte jetzt offen. Hangartor ist offen. Das Hangartor für eine Seilbahn, die dann zur Anfernot führt, wo wir dann eigentlich diesen Wissenschaftler finden sollten. So, jetzt fahren wir erstmal runter. Nee, hier geht's hoch. Oh, falsche Richtung. Wir müssen hier runter, wir kamen von hier, müssen hier runter, um das Kraftwerk auszuschalten. Ich werde jetzt auch bei der Mission nicht mehr groß drumherum machen, ich werde wirklich nur noch rein, raus, also Smash and Grab. Nicht, dass ich jetzt jeden Feind dann ausschalten will, weil es wird mir einfach zu lange dann dauern. So. Schade. Tut mir nämlich ein Offizier. Okay, die lassen wir jetzt einfach mal. Einfach mal einen Speedrun schön. Ja. Alle beiden. So, was haben wir hier? Wir könnten von unten durch, von unten rein, aber ich mach's von oben, weil von oben gibt's einen Aufzug direkt runter in den Kontrollraum. Was natürlich erleichtert, allgemein. Was mich irritiert ist bei der Gatling, man sieht, dass die Steuerkette für den Lauf sich bewegt, aber der Lauf sich nicht bewegt. Das hätte man besser machen können, indem man beides synchronisiert. Wäre schon viel cooler gewesen. So, Kontrollstation, wie gesagt. C4. So. Das wäre am Arsch. Das reicht, Herr Bock. Gute Arbeit. Ohne Kraftwerk ist der Obelisk keine Bedrohung mehr. Wer hätte gedacht? Ich sicherlich nicht. So, fahren wir mal schön nach unten. Machen wir mal auf den Rückweg. Weil jetzt ist das Tor offen. Oder das Hangartor, vielmehr zu der Seilbahnstrecke oder vielmehr zu diesen Stationen. Und das erleichtert uns unser Leben ein wenig. Aha. Leckt mich. Lecco mio. Kriegt mich niemals. Niemals! Fällt mir schon auf.
eigentlich sieht dieses Gerät aus wie eine riesige Reifenmontiermaschine. Und das wie eine Art Presse, so eine halbwegs, mit einem Kugelkopf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung von nichts und davon viel. Ah ja. Also, jetzt kommen wir von hier wieder raus. Jetzt sind wir vorhin von da gekommen. Jetzt fliegen wir hier wieder raus. Das führt oben. Boah, schreck mich doch nicht. Jetzt, wir wollen da wieder fahren. Gucken wir mal, wer da rauskommt. Und zwar. Aha. Sag mal, Leute, sind gescheit machen und könnt euch mal einen Aufzug nehmen? So. Also, Obelisk ist jetzt ausgeschaltet, sonst vorher hätte er geschossen. Hätte uns ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet. Jetzt müssen wir hier runter und müssen ihn ausschalten. Wir sehen doch, er ist noch in Ordnung, hat nur keinen Strom mehr. Deswegen ist jetzt, deswegen leuchtet er jetzt rot im Sinne von Notstrom. So. Ist hier unten normalerweise noch so ein Flammenwerfer-Spacko. Ingi ist da, aber... Oh, eigentlich mal wieder Munition für meine Sniper. Da ist er doch. Ich muss aufpassen, da sollte man beim Töten nicht direkt nebenan stehen, weil der macht auch so noch Damage. Jetzt habe ich ja kein von dem Zeug mehr. Geht mit Flammenwerfer? Kein Flammenwerfer. Naja, online geht es nicht so gut. Naja. Lesam, öffne dich. Braver Junge. So, also Seilbahn wäre hier, nur die letzte Fahrt ist ein wenig missglückt. Jetzt sollten wir erstmal unsere Rüstung und unser Leben maximieren. Oder verbessern. Na, geht noch ein bisschen was. Und dann machen wir jetzt auf den Weg. Diese Seilbahn führt normalerweise zur Hand von Nord. Na gut, da diese nicht funktioniert, müssen wir den Fußweg nutzen. Na gut, wir sind ja geübte Fußsoldaten. Das macht ja keinen Unterschied. Oh, laggy. Oh Gott, oh Gott. Kommst du da unten noch vorbei? Weil da vorhin ist einer runtergerannt. Ich dachte, der kommt jetzt da vorbei. Warte, bis ich komme. Feige Sau. Guck, und jetzt kommt er. Sinn, wo bist du? Wow. Ah, wir machen mal Kontakt mit den Chemieoffizieren und kriegen noch einen Werfer, das ist geil. Wenn man sieht, das zieht ihm ordentlich Damage. Das ist eine ziemlich gute Waffe. Immer wieder Flammenwerfer. Ein kleines Feuerzeug. Wird das ein neuer Tanz oder was? Das ist eine neue Choreografie von Britney Spears? Ein bisschen mit der Arme fuchteln, ein bisschen mit der Hüfte mitmache und dann ist schön. Nee. Leute. Zeug gibt's, das gibt's gar nicht. Ging's hier nochmal lang. Jetzt bin ich hier raus. Da muss ich lang, genau. Da wird man jetzt einige Tiberium-Fässer in die Luft jagen. Ja, drei Stück. Und versetzen damit Notz Tiberium-Technologie in den Schlag. Zack. Eine. Ja. Die Chemieoffiziere sollte man natürlich nicht mit ihren eigenen Waffen bekämpfen, sprich Chemie nicht mit Chemie. Oh, hab ich keine mehr. Hey. Chemie sollte man niemals mit Chemie bekämpfen, sondern mit Flammenwerfern. Also Chemie mit Flammenwerfern und Flammenwerfer gerade mit Chemie. Weil das sind ja da, weil die Kerle.
die können in Tiberium rumlatschen. In der gleichen Heli runter. Na komm, wo bleibst denn du? Jetzt kommt er. Da müssen wir gleich drauf achten, weil sonst fliegt er die ganze Zeit rum und ist eigentlich relativ blöd zu treffen. Deswegen erleichtert das ungemein. Hier ist Offizier. Die Verstärkung antwortet und hier noch ein Bazooka-Offizier. Das Wort Bazooka, das ist, ich mag das eigentlich nicht. Ich mag das Wort Bazooka einfach nicht. Ich bevorzuge das Wort Panzerfaust lieber. Aber, na gut, was willst du machen? Ich pistle euch alle, kommt her. Ich geb euch. Ja. Naja. Weiter geht's. So, jetzt sind wir gleich da. Und sollten dann diese Hand von dort zerstören. Genau. Boah, jetzt lang.